Jarlan hat erneut in der Arena triumphiert und sowohl den Chorgeweihten als auch einen hochnäsigen Alan Fahner aus dem Turnier gekegelt. Das Messerwerfen hat euch nur Hohn und Spott eingebracht, allerdings werden die Geldmacher hier weiter gereizt und es gibt ein neues Opfer vom Rittersmann. Ihr habt mit Udalbert gesprochen und müsst nun eine Möglichkeit finden, das Halsband von ihm zu entfernen. Der Stab der tausend Augen sollte dabei helfen, nur dann kann er irgendwie zu seinem Sohn nach Gareth zurückkehren. Der Marschall Ludal verlässt sich auf euch. Wie kommt ihr in den Palast? Ihr steht nun, nach dem ersten gewonnenen Kampf von Jarlan, gemeinsam mit Ignar im Tobrischen Hof, der sich ein weiteres Mal bewegt hat und sich nun am Nordtor befindet. Es schwingen auch schon ein paar Gerüche in der Luft, die erste Alraune, die verbrannt wird, damit ihr euch normal unterhalten könnt. Und so seid ihr allesamt angetreten. Ragnar fehlt, wo der genau abgeblieben ist, seid ihr euch nicht ganz sicher. Er murmelte wohl irgendwas von den Gräulmen und Geldmacherei, was auch immer er damit meinte. Ich wedel mir auch ein wenig mit dem Handschuh vor der Nase herum, um den Rauch ein wenig zu vertreiben. Folge nochmal die Fensterläden, weil er gut zu sind, und blicke dann verschwörerisch in die Runde. So, meine Herren, damit alle nochmal auf demselben Stand sind, wir konnten Kontakt mit Udalbert aufnehmen. Er kann die Stadt allerdings nicht ohne weiteres verlassen. Er hat ein Halsband, das wohl auf magische Weise entfernt werden muss. Zu diesen Zwecke werden wir in den Palast einbrechen müssen. Was unsere Operation hier angeht, wurde ich von Agenten Koshbasalt kontaktiert. Ich habe eine Nachricht erhalten. Die liegt noch ein Zettel auf den Tisch. Und zwar gestern Nacht. Informiere dich über Theo Kradane, ehemals Praiodine, und Answin von Rabenmund. Dass sie nur mit Blackerats Rache auf Gareth sind, sollte nicht verwundern. Die schwarze Mutter mit dir, Koshbasalt. Nimm an, Alricio, ihr habt doch Kontakte auch zum Abdoliten oder dein Hof, dass ihr da am ehesten die Nachforschung übernehmen solltet. Ich könnte mich informieren. Allerdings, wir sollten sehr vorsichtig umgehen mit den Oberen dieser Stadt. Defensiv, das sollte klar sein. Und du sagst, ein magisches Halsband? Schwierig, irgendetwas darüber zu sagen, wenn ich es nicht selbst gesehen oder untersucht habe. Doch mir ist die Theorie, wie man magische Gegenstände zerstört, bekannt. Doch ich muss erst selbst sehen, ob es anwendbar ist. Dafür werden wir uns die entsprechende Zeit verschaffen müssen. Was wir am ehesten durch diesen Stab der tausend Augen hinbekommen werden, der uns die Gotongis vom Hals hält. Wenn wir jetzt hier, sagen wir, haben den Stab, wir sind bei Udalbert im Zimmer und haben noch keinen Alarm ausgelöst. Wie lange braucht ihr dann wohl ungefähr, um herauszufinden, wie ihr dieses Halsband am besten bekämpfen, lösen, wie auch immer könnt? Was glaubt ihr? Wie viel Zeit müssen wir freischaufeln, wenn es hart auf hart kommt? Je länger, desto besser, doch einige Minuten werden es mindestens sein. Stunden wären besser. So etwas will nicht unvorsichtig oder überdacht gemacht werden. Gut, also Stunden schließen wir schon mal aus. Wir sind jetzt hier keine Dummköpfe, denke ich mal. Wir haben keine Stunden in dem Palast. Selbstverständlich nicht. Dennoch, also, es wird, wie gesagt, ohne es selbst einmal gesehen zu haben. Ein halbes Stundenglas, ein Viertelstundenglas, was glaubt ihr ungefähr? Was ist ein Zeitrahmen, wo ihr sagt, okay, das traue ich mir so zu? Ein Zwölftelstundenglas? Ein Viertelstundenglas, wenn ich mich beeile und unvorsichtig bin, bevorzugt ein halbes. Wir sind auf einem Schlachtfeld. Ich glaube, beeilen ist das Einzige, was wir da gemacht können, schätze ich. Selbstverständlich. Wie gesagt, ich will nur keine falsche Versprechung machen, ohne es gesehen zu haben. Eventuell könnte ich für ein wenig Ablenkung sorgen. Aber das besteht, denke ich, kein Zweifel daran, dass wir dann schnell handeln müssen. Nemrod bezahlt uns für Ergebnisse, nicht für saubere Arbeit. Und wie kommen wir dann von hier weg, wenn wir ihn erstmal aus dem Palast haben? Wir können versuchen, über den See zu fliehen und hoffen, dass sie uns keinen Dämon hinterher schicken. Je unauffälliger, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch sind, desto besser natürlich. Führt dieses Artefakt, dieses Aquädukt nicht auch über den See? Tut es, aber es wird wohl in Richtung des Palastes fließen. Ich meine, in einer anderen Richtung. In Richtung müsste es in Richtung über den See, in Richtung Berge fließen, gehen. Wir hatten schon über den See hinüber geschaut, von den Rändern aus gesehen. Liegt da viel Nebel auf dem See oder ist der total klar, dass man da meilenweit schauen kann über den See hinweg?
Er ist nicht wirklich mit Wasser gefüllt. Es ist eine grüne Grütze, ähnlich wie die blutige See, mit Unwasser gefüllt. Zumindest könnte man darauf schließen. Und ja, also man kann drüber sehen. Ab und zu gibt es mal ein paar Nebelfetzen, aber die sind dann eher am Rand. Also da, wo man dann schon wieder die ersten paar Bäume sehen kann. Weil also wenn ist natürlich auch riesig groß, der See. Ne? Wenn wir viel Nebel hätten, dann könnte man das nicht sehen. Könnt ihr denn nicht auf magische Weise etwas bewirken? Das wäre sehr auffällig, oder? Wenn plötzlich ein Nebel entsteht, an genau der Stelle. Entsprechend sollten wir uns vielleicht auf einen anderen Weg aus der Stadt bemühen. Hat jemand Ideen? Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. Wenn sie uns erstmal rausgefunden haben, dass wir weg sind, dann sollten wir auf jeden Fall genug Tempo aufbauen. Was ist denn mit diesen fliegenden Schlangen? Karakele. Kann man davon irgendwas anheuern, was uns irgendwie rausbringt? Nach dem, was ich gesehen habe, nicht. Ich meine, wir könnten bestimmt, aber... Magister korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der Beschwörer kontrolliert immer den Dämon, richtig? Richtig. Und wenn jemand hier aus der Stadt diesen Dämon für uns beschwören würde, selbst wenn wir geneigt wären, einen solchen zu benutzen, könnte er ihn doch einfach immer noch, zurückpfeifen, wenn er merkt, was wir tun. Achso, das kann er einfach, obwohl der Dämon dann gar nicht mehr in der Nähe ist, weil er uns irgendwo gerade hinbringt? Und ich denke mal, Magister. Ich bin mir nicht sicher, aber ein Karakil... Nun, ich habe Geschichten gehört, dass sie normalerweise von ihrem Beschwörer geflogen werden. Ich weiß es nicht, ob sie auch sie einfach als Lastentiere benutzen können, um andere zu transportieren, ohne selbst damit zu fliegen. Wir könnten vielleicht auch einige Dämonen in dieser Stadt frei laufen lassen. Ja, mit einigem Geld kann man hier bestimmt einiges kaufen. Also, Mann, hörst du, dann werden wir zu Drachenreitern. Nach dem, was ich gesehen habe, haben sie mit Drachen wenig gemein. Ich meine, sie haben ja nicht mal richtige Flügel. Sind sie schon ohne Flügel gesunken, dass wir jetzt auf die Hilfe von Dämonen zurückgreifen? Wir greifen auf jede Hilfe zurück, auf die wir müssen, um den Auftrag zu erledigen. Also, das Ding, das, wir könnten ja einige Leute hier anheuern. Die ganze Bande scheint mir einander nicht treu ergeben zu sein, die sie aufeinander zu hetzen. Das würde uns auf jeden Fall Zeit verschaffen. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir die Leute anheuern wollen, selbst wenn wir dann sozusagen Gotongi frei sind, diese Leute werden vielleicht miteinander sprechen und dann sind diese Informationen schneller in der Stadt breit getreten als alles andere. Wir könnten vielleicht die Gotongis nutzen, um einen Weg hinauszufinden. Ihr wisst schon, ein schlecht bewachtes Tor oder ein schlecht bewachter Mauerabschnitt und dort dann unseren Durchbruch wagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, können wir mit diesem Stab, wenn wir den haben, können wir die Augen selber kontrollieren und gucken, wie wir aus der Stadt kommen, oder? Sage ich ja. Während wir ihn haben, nutzen wir ihn, um eine gute Möglichkeit zu finden. Sollten wir ihn denn nutzen? Was ist das denn für ein Ding? Was macht das denn genau? Also es kontrolliert diese Dinge, aber wie? Ich dachte, das sind alles Dämonen. Nun, ein Artefakt, das Dämonen beherrscht, ist wahrscheinlich auch dämonisch. Natürlich. Es kann natürlich sein, dass es gravierende Nebenwirkungen hat für Leute, die nicht nun paktieren. Wisst ihr, was noch dämonisch war? Eine Dämonenarche. Und die hat mir wohl auch nicht geschadet. Schau mal auf deine schwarze Hand. Genau. Die Geschichten sagen, dass ihr Paktierer seid. Mannschaft hat das erzählt, nicht ich. Und die Geschichten sagen auch, dass Kaiser Harl eine Frau sei, der bis heute gemütlich im Keller des Gefängnisses von Rudard sitzt und auf seine Wiederkehr wartet. Die an so einen Blödsinn auch? Ja. Nun, ihr seltsame Gerüchte. Wenn sie erzählt ist, die Geschichte, kann man an alles glauben, finde ich. Ihr habt so oft mit Ragnar am selben Tisch gesessen. Mein Opa hat mal diesen Kaiser Perwal kennengelernt. Oh ja. Wie alt seid ihr? Naja, mein Opa hat noch lange gelebt und er erzählte mir mal, als ich auf seinem Schoß saß, dass er draußen an der Oberfläche war und Drachen gejagt hat und dabei hat er diesen einen von euren Kaisern kennengelernt. Ich glaube, er ist Perwal. Gute alte Zeiten. Da war es noch schön. Ja, bei Opi auf dem Schoß. Ach, richtig, richtig. Junge 20. Ach, wenn ich noch mal so alt sein. Ja. Und dann, wenn wir dann zum Thema zurückkehren. Mitte 30 wirst du aus der Höhle getrieben. Ja, das stimmt. Wir sind uns also einig, dass wir uns nach jeder Möglichkeit umsehen werden, die Stadt zu verlassen. Und wenn es hart auf hart kommt, werden wir den Stab der Augen nutzen, um einen zu finden, sobald wir ihn denn haben. Könnt ihr bei eurer Auftraggeberin nicht ein paar Feder organisieren? Ich bin mir sicher, das sollte sich machen lassen.
haben wir nicht 5 Pferde. Aber dafür müsste ich wohl erst einmal das Turnier für sie gewinnen. Frosty, ich versuche nochmal, mich an den Turnierplan zurückzuerinnern. Es wird natürlich am Ende eine Feier geben. Im Palast, nehme ich an. Ja. Wird es nebenher noch irgendwie, eine Parade geben oder einen Ungötterdienst in der Arena oder sonst irgendwas? Ständig. Keine Sorge. Das ist gut, dann werden wir einen dieser nutzen können, um in den Palast einzudringen, während vorzugsweise Galotta nicht dort ist. Habt ihr denn herausgefunden, zu welchen Zeiten dieser Mann, den wir retten, nicht im Palast ist? Er ist immer im Palast, außer zu den Wagenrennen, so wie er sagte. Okay, das macht es ja viel einfacher. Weiß er, wer ihn direkt, was für eine direkte Bewachung steht denn vor ihm? Oder wird er gar nicht bewacht und nur wird das Halsband kontrolliert? Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Palast doch jetzt quasi leer, oder nicht? Also während des Turniers. Nach dem Turnier ist er wieder voll. Deswegen werden wir nach dem Turnier eine der Feiern abwarten. Achso, und dann laufen wir weg, oder wie? Dann haben wir den Sturm. Okay, ich habe das jetzt richtig verstanden. Du machst einfach irgendwas und gewinnst das Turnier und ich bleib weiter hier und pass auf die Esel auf und die anderen brechen ein, oder wie? Vorzugsweise sollten wir den Einbruch und die Flucht in einem Stück durchführen. Das heißt, wir warten einen Leerstand im Palast ab, brechen ein, greifen uns unser Ziel und den Stab und brechen im selben Zug aus der Stadt aus. Je mehr Zeit wir ansonsten hier verbringen müssen, desto gefährlicher wird alles. Soll ich mal gucken, ob ich so etwas wie ein Karakil organisiert bekomme? Könnte natürlich mal... Ich weiß nur nicht, ob ihr sagt, dass ihr das einfach nicht wollt, weil dann würde ich gar nicht nach so etwas nachfragen, wenn das ausgeschlossen ist. Ich bin längst über den Punkt, es nicht zu wollen hinaus, immer. Ich würde jetzt nachfragen, wie das ist, wenn uns so ein Viech, so ein Karakil von hier irgendwie innerhalb der Stadt uns schnell zur diese Dämonenarche bringt, die wir da vorne gesehen hatten, also wo wir übernachtet hatten, wo auch mal so ein Ding gelandet ist. Galeerenbrecher, genau. Aber das wäre doch auf dem direkten Rückweg. Wir können trotzdem einige Pferde gebrauchen, nur um eine Verfolgung so schwer wie möglich zu machen. Also ich könnte ja schon sowas wie Pferde zu dieser Dämonenarche bringen. Zum Beispiel? Dann warte ich versuch, da. Ich würde versuchen, solche bei unserer Gönnerin zu organisieren. Ich kann doch einfach die 4 Pferde nehmen vom Wagenrennen. Haben wir die noch? Die brauchen wir heute noch, aber ja, danach könntest du sie nehmen. Wie heute? Schau nochmal kurz aufs Stundenglas. Ich dachte, morgen, wie auch immer. Das Wagenrennen. Ja. Jedenfalls, wir werden das noch an Wagenrennen gewinnen müssen. Okay, dann. Wir werden aber auch einen neuen Fahrer brauchen, wenn wir Ragnar nicht bald wiederfinden. Wo ist der denn hin? Ach so, wir benutzen den Wagen. Ich dachte, wir stellen uns alle wir reiten auf den Pferden, hatte ich gedacht. Aber wenn wir uns dann drauf stellen, dann machen wir das so. Wir könnten natürlich die Pferde vor den Wagen stellen und sobald es losgeht, reiten wir dann los. Wir können doch Udalbert den Wagen geben. Ich dachte, also laut diesem Optoliten hier ist er der Reitwagenlehrer von diesem Raedricon Chobert gewesen. Und das ist doch der mit dem Donnersturm. Wenn wir auf diesem Streitwagen fahren, da können wir doch locker mit mehr als 3 Personen draufstehen, wenn wir uns ein bisschen dicht quetschen und nicht gerade kämpfen wollen. Wenn wir uns quetschen, geht das, ja. Da könnten wir doch alle Mann zusammen mit dem Streitwagen fahren, oder? Das passt das nicht. Schnell. Das heißt, nach dem Wagenrennen bringen wir den Wagen zum Galeerenbrecher. Das ist eine super Idee. Das heißt, wir machen jetzt noch die heutigen und morgigen Kämpfe und dann ist abends irgendwann ist dann dieses Wagenrennen und dann brechen wir ein und dann sofort auf die Wagen und dann rennen wir los. Ja, wir müssen. Das wird nicht gehen. Oh. Doch, ich würde das ganz gerne versuchen. Und zwar mit der weiteren Idee, dass ich gucke, ob ich Leute bestechen kann, vielleicht einen Wachmann, einen Hauptmann oder etwas, also etwas Höheres bei der Irrhaltengarde. Das ist ziemlich riskant, aber vielleicht klappt das, der uns das Sichelstiegtor auf Zeichen hin öffnet. Dann sollten wir aber ihn noch so lange verbergen, solange wir noch in der Stadt sind, weil wenn der Hauptmann merkt, wen wir da befreien wollen, wird er bestimmt zurückziehen. Natürlich würde er dann zurückziehen, deswegen müssen wir Udalbert unauffällig am besten befreien. Und dann kriegt er hier einen Helm auf, dass er trotzdem noch sehen kann, und dann fährt er uns hier raus. Das ist eine gute Idee. Der Plan an sich ist gut, aber es wird am 4. Tage noch Turnierdisziplinen geben, an denen ich teilnehmen muss. Willst du mich verarschen?
Scheiß doch drauf auf die Turniere. Ich dachte, wir haben doch einen Auftrag. Ich habe mich eingeschrieben und dann werde ich es auch zu Ende bringen. Aber wenn das Turnier vorbei ist... Gut, das heißt, wir machen dann nach dem Turnier die Befreiungsaktion. Bin ich dabei? Wir machen die Befreiungsaktion während der Endfeierlichkeiten. Dort aber werden wird er doch bestimmt dran teilnehmen. Wird er daran nicht teilnehmen müssen? Wenn alle vorne an der Tafel sitzen und 20 Leute ihn ansehen, oder wie? Wenn alle in der Arena sind, um an Götterdienst teilzunehmen. Ja, aber der wird ja doch bestimmt dran teilnehmen müssen, an dem letzten Götterdienst, so dass Turnier... Ja, genau, sagte, sie lassen ihn für gewöhnlich nicht aus dem Palast. Kriegen ja, aber wir das mal ist schön doch, den Segen von Blackaratz und Angrimosch mit Scholl. Aber das ist doch das Ereignis in diesem Jahr, dieses Turnier und sein Ende. Und er wird vielleicht auch sogar das Wagenrennen gewinnen und wird deswegen da sein. Ich meine, er ist ja ein Teilnehmer. Dann sorgen wir dafür, dass er das Wagenrennen nicht gewinnt. Wir sind ein bisschen schwindelig. Wie gesagt, ich hoffe... für ein wenig Verwirrung zu sorgen zu können beim Fest. Vielleicht spielt das uns in die Hände. Immer schaut sich bei oben, warum dem anderen Zwerg jetzt so schwindelig ist. Das weiß ich nicht. Ich schaue nochmal, sind die Fensterläden zu? Ja, habt ihr zugemacht. Immer kurz zur Tür, mach sie auf, schau raus, links, rechts. Ich tritt auf den Zwerg zu und mach mal so eine grobe Untersuchung, so schau mal seine Augen an. Na, da sind ein paar Äderchen rot in seinen Augen. Und seit wann fühlst du dich schon so? Seit gerade eben. Nachdem ich Blackaratz und Angrimosch gesagt habe. Oh. Halt den Mund. Ich habe mich schon viel zu sehr dran gewöhnt, dass es mir gar nicht mehr aufgefallen ist. Ein bisschen Blut läuft aus seinen Ohren raus. Das ist grauenhaft. Ich habe Kopfschmerzen. Sag diesen Namen nie wieder. Jetzt verstehe ich, warum die das alle sagen. Ich leg mich erstmal hin. Und dann sind wir uns also einig. Am Nachmittag des vierten Tages wird der Bruch stattfinden. Gut, das heißt, bis dahin muss alles vorbereitet sein. Ich schaue mir unseren Plan noch morgen Stelle, bereits. Ich schaue nach, ob ich eine gute Stelle fürs Aquädukt finde, zum Hochkommen. Und ich schaue mich von innen mal um im Palast. Und ich schaue mich um, dass ich einen Hauptmann oder so etwas finde. Ich muss erstmal gucken, wie die halt gerade hier strukturiert ist, um dass wir hier rauskommen. Hast du denn überhaupt genug Geld dabei dafür, Ömer? Ich habe noch keine Ahnung, was so eine Preisvorstellung hier ist, aber... Ich denke, das wird sehr teuer werden. Dann werden wir uns bestimmt dran beteiligen müssen. Ich glaube nicht, dass du so viel Geld dabei hast. Das weiß ich auch nicht, ob ich genug Geld habe. Wer im Schwarz und Rot wohnt, der wird wohl Geld haben. Nun, ich sollte vielleicht noch einmal die Akademie besuchen. Vielleicht bekomme ich die Gelegenheit, mich einmal in der Bibliothek dort umzusehen und finde etwas über diesen Halsring. Ich denke jedoch, das wird was kosten. Habt ihr Geld? Nein. Ich gebe ihm 50 Dukaten. Das ist wahrlich großzügig, danke. Immerhin, dass ich das anrichten kann. Könntet ihr mir auch ein bisschen Geld geben? Immer, ich sag das gerade schon, du wohnst in Schwarz und Rot. Übergangsweise. Das heißt, du wirst auch Geld haben. Es ist ein bisschen gewundertes Geld. Ich weiß nicht, was genau du mit den Räumen angestellt hast, aber irgendwie musst du ihnen wohl die Taschen leer geräumt haben. Ich hab vielleicht eine Wette gewonnen. Ja. Aber ihr habt recht, ich kann mir noch ein bisschen mehr Geld besorgen. Ich glaube, die suchen noch irgendwie ein spezielles... Ich bin da mal weg, bis später. Sag mal, Jan, dann hast du jetzt nicht dieses Turnier gegen den... weiß ich nicht. Was ist das? 16 oder 18? Krieg nochmal auf Stundenglas. Ah, ja, gleich. Ich muss mich auf den Weg machen. Besorgt eine Strickleiter. Nur so für den Fall. Und ein Boot. Also, seht zu, wo wir eins herbekommen. Ein Boot und eine Strickleiter. Und nicht ihr, Eisenmann, übernehmt ihr das. Du Strahlmann, bleibst schön hier sitzen und sprichst am besten mit niemandem. Das wird deine Gesundheit wahrscheinlich besser. Warte mal, überall, bevor du gehst. Ich bin schon weg. Scheiße, jetzt ist der schon weg. Jerodin, halt das für eine gute Idee, Zwerge ein Boot besorgen zu lassen? Achso. Dann geht wohl mit und helft ihm. Ich habe keine Zeit für so etwas. Vielleicht am Lalaus. Ja, ich werde sie begleiten. Das ist nett von euch. Und denkt jemand an den Karakil. Der muss auch besorgt werden. Und Aminalaus, denkt an Leonardo. Moment, muss auch gar nicht. Muss er gar nicht. Vergesst das. Und Leonardo, ist der etwas mit ihm? Der Esel.
Ja. Wollte ich noch nicht hier zurücklassen. Ich habe gerade an den Mechanikus gedacht. Ich auch. Wir werden wohl müssen. Ah ja, wo ich gerade dabei bin, Herr von Dunkelstein, Ihr Verwandter hat mich in seine Villa eingeladen. Ich denke mal, ich sollte das Angebot besser nicht annehmen. Der Mann schien mir äußerst interessiert an eurer Geschichte zu sein. Ich wollte euch nur vorwarnen. Je weniger über mich weiß, desto besser. Und gut, wie gesagt. Ich habe ihm gesagt, wir haben uns auf dem Sichelstieg getroffen. Ihr habt mich dort angeheuert. Was ihr genau hier tut, wüsste ich nicht. Nur damit wir das mal besprochen haben. Gut. Ach, übrigens, mein Name in der Burg ist Tionin Jakravetti. Noch ein neuer Name? Wartet, ich schreibe mir das kurz auf. Schnelliger Wabel mir. Tu das bitte nicht. Du nennst ihn einfach gar nicht. Bleibst hier und hältst deine Zwergenfüße still. Ich freue mich schon, wenn ich umziehe in die Arche. Das wird sich angenehm. Diese Arche bei Natoren haben mir gefallen. Ich sag nochmal leise, wir schicken ihm vielleicht noch Ragnar mit. Nur so zum Aufpassen. Vielleicht keine schlechte Idee. Richtig, oder? Ich muss ein Turnier gewinnen. Wir fangen von oben an, Amenelaos. Was tust du? Ja, ich hatte ja gerade gesagt, ich will den Zwerg begleiten für ein Boot. Gut, dann Zwerg, Eisenmann, schließ dich ihm an. Wo möchtest du hin? Ja, erstmal möchte ich einen Krämer suchen, der nicht komplett dämonisch verseucht aussieht und bei ihm eine Strickleiter kaufen. Ja, ich sag einfach mal, du kennst dich so nach 4-5 Tagen, na gut, so lange ist es noch nicht, aber ein paar Tage in Yol'Gomak kennst du dich ein bisschen aus. Ich sag mal eine Garstenwissenprobe. Sie ist nur erschwert um 3 Punkte. Ja, warte mal. Und Johnny gibt mir hier Tipps, wie ich meine Spieler verunsichern kann. Das kann ich auch ganz alleine. Danke auch, Johnny. Das ist nett Kameraden von dir, Johnny. Freien. Glaubst du, wir sind dort entlang? Das ist sogar dort habe ich noch Geschäfte gesehen. Sehr gut. Dann kann zumindest der Magier mit der Hilfe vom Zwerg euch zu den Schwarzstoffwerken führen, wo die guten alten dobrischen Handwerker sitzen, die noch die Schlotheimer auf der ganz anderen Seite von Yol'Gomak ein bisschen verachten. Und da könntet ihr dann so etwas wie eine normale Strickleiter kaufen, die euch nicht erwürgen will. Oh, sehr praktisch. Die, die einen erwürgen, sind immer so unzuvorkommend. Ja, gut. Strickleiter habt ihr. Gib mir aber eine besonders lange. Ich habe ja keine Ahnung, wie hoch das Ding ist, deswegen würde ich einfach auch 10 Meter mehr kaufen. Scheißegal, wie teuer das ist. Gut, 2 Stück sind 15 und 15 Meter. Ja. Müsstest du mal nachgucken, was das kostet. Kannst du kaufen. Und ich denke, danach, wenn wir uns wieder umgedreht haben, ich denke, so ein Boot werden wir irgendwo hier am Hafen finden, richtig? Da sind doch immer die Boote am Hafen. Zumindest sollten sie dort sein. Nun, bei dem Wasser hier, vielleicht sollten wir eins finden, das mit eher zwergisch ist, mit Eisen ausgebaut. Also ein zwergisches Boot, davon habe ich ja noch nie gehört. Also ich will nicht steht fragen, Schmiedekunst. Mit Booten kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, da müssen wir uns vielleicht auf eure Expertise verlassen. Es ist wahr, dass ich von einer Insel komme. Nun, ja, ich hoffe, das hilft jetzt weiter. Gut, führt mich voran. Ach, gut. Wir waren ja tatsächlich schon mal am Steg. Mhm. Aus Versehen. Ja, genau, aus Versehen. Südwestlich und östlich des Üsli-Steins ragen die Kaianlagen, Stege und Molen weit in den See hinein. Doch diese dienen nicht der Seeschifffahrt, die man in der Stadt des vorigen Vaters misstraut. Wohl aber gibt es hier eine Gilde der Üsli-Seefischer, die hier an der monströsen Hafenanlage mit den winzigen Kuttern vor Ort liegen und versuchen, mit ihren Fängen die Stadt zu ernähren. Das heißt, wenn ihr dann an diese Stege antretet, könnt ihr dann auch so sehen, wie so ein paar Metallboote oder Boote aus Holz mit Metallbeschlägen angelegt sind. Noch so ein kleiner Aufbau aus Metall, wo dann die Fischer sich zurückziehen können, wenn sie über diesen See segeln. Und haben wohl gerade da irgendwelche Fischernetze, nicht aus normalen Seilen oder Tauen geknüpft, sondern auch irgendwie aus Metall, wo sie dann schwarzen Klumpatsch ausdrücken, in riesige Tonnen werfen, wo dann überall Löcher sind und so ein paar Fische werden dann unten zerschreddert und fallen halt schwarze Suppe
in einen weiteren Trichter, werden dann verarbeitet, irgendwo im Untergrund und sind weg. Weiteres schwarzes Wasser, was dann irgendwo links und rechts abfließt, noch ein bisschen grünes Wasser, ein bisschen Säure, die dann auf den Holzboden dampft und so. Also hier könntet ihr dann euch mit diesen Fischern unterhalten. Nicht der appetitlichste Anblick, den ich je gesehen habe, aber schaut, wenn es zwergische Boote gibt, dann ist das hier, oder? So, das mit dem Eisen gefällt mir auf jeden Fall. Warum macht ihr das nicht bei allen Booten? Das sieht doch viel stabiler aus. Ja, wirklich. Wäre praktisch. Würde diese ganzen Bohrmuscheln vielleicht endlich mal aufhalten. Moin Moin! Was kann ich für euch tun? Wollt ihr ein paar Fische kaufen? Seid ihr Händler? Nicht direkt, nein, nicht Fische. Wir sind hier vorbeigekommen und wir waren absolut fasziniert von den Booten selbst. Von den Booten? Ja, die sind, das ist was Besonderes. Wir haben das erst mit normalen Booten versucht, aber das wird nichts mehr. Seit ein paar Jahren ist ja der ganze See ist nicht mehr mit Wasser gefüllt, sondern mit irgendwie so einer anderen Gude. Und ich freue mich, dass ich hier noch ein paar Fische rausziehen kann, aber naja, also das ist irgendwie so ein paar Metalldinge. Da haben die Oma Schlotheim, die Mechaniker, haben gesagt, das soll da dran und dann können die weiterfahren. Ich habe auch erst so gedacht, nee, Metall im Wasser ist gar nicht gut, aber er sagte irgendwas von Wasserverdrängung und dann ging das wohl. Haben wir ein paar Boote ausprobiert und wir haben sogar ein paar Zwerge da drüben. Bist du auch einer von den Dunkelzwergen? Nee, kein Dunkelzwerg, aber beeindruckende Arbeit. Ja. Fahrt nur ihr mit denen oder gibt's davon noch mehr? Ja, also ich weiß das da drüben. Das sind auch so ein paar Mechaniker, die sind glaube ich auch aus Schlotheim. Die werkeln dann sowas wie einem Unterseeboot. Munkelt man. Was soll denn das darstellen? Was ist denn ein Unterseeboot? Weiß ich auch nicht. Ich sag dir, wenn ich genug Metall auf mein Boot auflade oder genug Fisch, habe ich sowieso nie. Aber wenn ich mal ein bisschen Fisch einsammle, dann sind wir auch schwer am Wasser. Geht mein Boot auch unter. Aber es ist nichts Gutes. Nee, ich weiß nicht, warum man Boote bauen sollte, die extra unter Wasser gehen. Nun, einige Leute haben halt sehr verrückte Ideen, das stimmt schon. Doch sagt, wäre es vielleicht möglich, ein solches Boot zumindest für eine gewisse Zeit einmal auszuleihen? Ausleihen? Nun, ich habe schon viel gehört hier und ich habe ein kleines Hobby. Ich reise gerne auf Booten und schaue mir Küsten an. Und drehe mich mal um und schaue so auf die Festung. Wir sind hier gar nicht auf dem Meer, das ist ein See. Mag zwar groß sein, aber du musst wissen, der Üsli-See, das ist kein Meer. Und wirklich Küste haben wir ja auch nicht. Da musst du nach Mendene. Ach nun, dieser See ist so riesig. Ich denke, das geht auch. Und ich wollte einmal den Hafen und vor allem diese beeindruckende Burg einmal von einer anderen Perspektive sehen. Ja, also wir sowas wie normalerweise haben wir ja so einen Rhythmus, dass wir nachts die Fische fangen, wenn die ruhig sind und nicht mehr zappeln und so und dann. Aber hier, ich meine, guck dich um, guck mal nach oben. Da gibt's kein tags und morgens und nachts mehr. Und naja, so wenig wie Fische wie wir fangen, lohnt sich das sowieso nicht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mein Boot auch mieten. Ich weiß nicht, ob ihr das kaufen könnt. Aber ich brauche das eigentlich. Es ist Gewerbe. Also kann ich einfach irgendwie mein Boot verkaufen. Die anderen von der Gilde können das auch nicht. Ja, das ist vollkommen verständlich natürlich. Nein, mieten hört sich wirklich gut an. Es wäre auch nicht sehr lange und wir würden euch mehr als genug Geld geben, dass ihr in ein paar Tagen nicht mehr an Fische denken müsst. Ach so, ja. Aber wenn mir da genug Geld für gebt, ja, klar. Dann. Also ich sag mal, ich verdiene so. Wenn das hochkommt, verdiene ich ein Silber mit Fischen am Tag.